So Leute, willkommen zurück zu One Piece World Seeker. Wir haben im letzten Part hier angefangen. Jan wurde von den Roboter-Heinis gefangen genommen. Und ja. Ich kann immerhin von hier oben ein bisschen Leben regenerieren. Ja, aber halt wirklich nur ein bisschen. Granaten? Frankie, was auch immer du gerade machst, schaff mir ein Anti-Roboter-System her, und zwar sofort. Ich fürchte, dass ich ihn nicht mehr mit Gear 4, was ich benutzen muss, eine Chance gegen die habe. Und solange Jans Roboter nicht besiegt wurde, wird immer wieder Verstärkung eintreffen. Welcher von denen ist denn Jans Roboter? Der hier? Der hat eine ganze Menge Leben. Okay. Problem ist, ich muss ein bisschen Leben regenerieren. Das ist halt diese obligatorische Zeit nach Gear 4, die Ruffy da braucht, um sich zu erholen. Der eine hier ist fast kaputt. Okay, den haben wir. Frage, welcher ist der Jan-Roboter? Der da war es nicht. Vielleicht ist es der hier. Au. Fuck, ich muss hier weg. Wir haben derzeit nicht das Leben, uns mit denen anzulegen. Ist mir jetzt ein bisschen egal, ob wir gerade Tension verlieren. So. Verdammt. Warum trifft das den nicht? Das war offenbar nicht der Jan-Roboter. Das heißt, das da ist der Jan-Roboter. Tut mir ja wirklich leid, Jan, aber es geht nicht anders. So, jetzt reicht's. Das war wirklich der letzte von denen. Ich
Jen geht es gut, sie ist nur bewusstlos. Aber wie konnte es so weit kommen? Doktor? Jen war wirklich in Panik, als sie die Bühne betreten hat. Irgendwas muss da hinten vor sich gehen. Wer auch immer ihr das angetan hat, muss dort sein. Wahrscheinlich war es der Gefängnisleiter. Der Kerl? Chopper, pass gut auf Jen auf, ich bin gleich zurück. Wo gehst du hin, Ruffy? Ich klopfe den Robotertypen vor. Eiszeitverfolgung. Ja, ganz ehrlich, jetzt hat der aber auch hier. Jetzt hat er auch eine Grenze überschritten. Ich würde aber eigentlich ganz gerne die Karma-Missionen noch fertig machen. Allerdings weiß ich auch, dass halt hier zum Beispiel nur noch eine Karma, hier zum Beispiel nur noch so Kommandanten und Pazifistas sind. Ja, hier sind auch noch Kommandanten. Es sind halt überall die Kommandanten und Pazifistas, die jetzt noch fehlen. Aber ich weiß, dass noch eine Person komplett fehlt. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es schon zu Ende ist. Wie Schnellreise momentan nicht verfügbar. Ich muss wirklich laufen? So ungewohnt. Wann sind wir denn zum letzten Mal wirklich über die komplette Map gelatscht? Na gut, zum Glück ist Stahlstadt jetzt nicht so weit weg. So. Da habe ich meinen Sprung leider ein bisschen versiebt. Okay, Ruffy, wir bleiben einfach auf dem Boden der Tatsachen. Was hältst du davon? Ich muss aber wohl nicht nur dahin, wo ich vorher war. Du hast nichts gesehen. Das betrifft nur den Robotermann und mich. Mir fällt gerade auf, wir können ja unsere Fähigkeiten nochmal erweitern, ne? Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen was. Zum Beispiel das hier, längere Betäubung. Das ist auch das Einzige, was wir uns gerade leisten können. Aber wir haben auch nicht mehr so viel, was wir uns überhaupt noch leisten müssten. Ja, da sind wir irgendwie ein bisschen festgehangen. Kurz gucken. Keiner, der uns auffällt, nur Isaac. Alles klar. Da hinten kommt nur einer, aber der ist mir egal. Hast du ihr das angetan? Was für eine dumme Frage. Sie hat nur versucht, allen zu helfen. Warum zwingst du sie, Leute anzugreifen? Weil sie versucht hat, ihnen zu helfen. Wenn sie weg ist, stürzt die Insel ins Chaos. Die Inselbewohner werden einander als Feinde ansehen und sich wieder gegenseitig bekämpfen. Und dann kann Jen nicht hier bleiben. Wir haben Jen gerettet. Niemanden. Sie hat niemanden verletzt. Also dann. Jetzt werde ich dir die Lichter ausknipsen. Ihr könnt noch so sehr gegen mich kämpfen. Der Krieg hat bereits begonnen. Ihr könnt ihn nicht mehr aufhalten. Alles wie geplant. Was machst du denn da? Stroh, Ruffy. Verdammt, das Alarmsystem funktioniert auch nicht. Ich sehe den Gefängnisleiter nicht. Der war doch gerade noch hier. Was soll's? Jetzt ist Stroud unser Ziel. Alle Mann bereit zur Schlacht. Ja, alle geht mir aus dem Weg. Ja, ich hätte gedacht, dass jetzt hier der Großadmiral seinen großen Auftritt hat. Ich meine, jetzt wäre doch mal langsam wirklich an der Zeit, dass Sakazuki hier die Manege tritt. Wichtig ist, dass ich die geschilderten Typen hier erstmal erledige.
Wie viele von euch gibt's denn hier? Muss ich hier überhaupt gegen die alle kämpfen? Ja, hier steht da Matrosen besiegen, also nehme ich mal an. Ich muss einfach alle bekämpfen. Da drüben ist noch einer, aber es scheint der letzte zu sein. So. Keine Chance. Wo ist der Roboter-Typ hin? Das bringt nichts. Ich gehe besser zu den anderen zurück. Da ist er. Sakazuki. Hui. Ich möchte einen Bericht über die aktuelle Lage, und zwar sofort. Sir, wir wurden getroffen und die Basis wurde komplett lahmgelegt. Jegliche Kommunikation ist zusammengebrochen. Wir können weder Inseln in der Nähe noch Schiffe kontaktieren. Durch den Aufprall der Inselbewohner sind unsere Truppen überall auf der Insel verstreut. Es ist nicht abzusehen, wann Reparaturen stattfinden werden. Warum ist Isaac nicht hier und bringt das in Ordnung? Wo ist er? Wir können niemanden erreichen, auch nicht den Gefängnisleiter. Berichten zufolge ist er zum Himmelsgefängnis unterwegs. Wir versuchen gerade, das zu überprüfen. Macht euch bereit, Männer. Der Gestank eines Krieges weht uns entgegen. Oha, jetzt ist er da. Und ich habe das Gefühl, er weiß doch noch nicht so recht, was abgeht. Ich hatte das Gefühl, er weiß, dass Isaac hier von... Okay. Dass Isaac hier für alles verantwortlich ist. Dachte ich, aber jetzt... Oder er will die Situation erstmal kleinreden und will sich... Ja, ja, mach du nur Alarm. Ich will eigentlich nur meine Kiste haben. Der Rest ist mir egal. Ja, vielleicht will er das Ganze nur kleinreden, um halt nicht für Panik oder ähnliches zu sorgen und sich Isaac dann privat vorknöpfen. Könnte ich mir bei Sakazuki ehrlich gesagt gut vorstellen. Was ist denn hier die Kiste? Für uns? Für uns ist nichts. Eine Himmelsinsel kann ich nicht sehen. Ach, die wird da im Gebäude drin sein, ich Depp. Ja, die macht immer noch Alarm. Was soll's doch. Solange hier keine Pazifistas, CP-Agenten oder Kommandanten sind, ist mir das eigentlich relativ egal. Wo ist... Ach, da ist das Alarmding. So. Ist mir eh bloß auf den Keks gegangen. Shit, okay. Ehrlich, ich fliege hier lang und keiner bemerkt's. Also aufmerksam geht anders, ne? Okay, kann ich mich einfach zum Korundplatz teleportieren, weil Quests scheinen wir jetzt gerade hier eh nicht zu haben. Und wir haben auch wirklich überhaupt keine Quests. Nee. Wir dürfen nicht schnell reisen. Oh, da ist ein Kommandant. Zumindest den müssen wir erledigen. Ich habe das Gefühl, die haben irgendwie die Sicherheitsmaßnahmen hier in Stahlstadt ein bisschen verstärkt. Oder sogar noch ein CP-Agent. Oh. What? Was ist denn gerade passiert? Ich dachte, den hätte ich mit dem Königshaki umgehauen. Kann der denn noch stehen? Ich muss mal meinen Ventilator anmachen, es wird langsam in meiner Wohnung wieder warm. Ich hasse das, dass es in letzter Zeit so warm ist. Sommer, ne? So nennen die allgemeinen Leute das. Finde ich, könnte man abschaffen. Ist eh nur störend. Aber nein, Klimaerwärmung und so weiter.
wird immer wärmer. Okay, der Ladebildschirm ist größer, als ich dachte. Tut mir leid, dass ich den nicht rausgeschnitten habe. Ich dachte, beim Respawn wäre er kürzer. Ich habe jetzt auch 2 Wochen nicht aufgenommen. Bin auch schon eine Weile lang nicht mehr gestorben. Ist Quatsch, bin gestorben. Na gut. Jetzt muss ich die Kisten nochmal holen. Und wieder auf den dämlichen Alarm. Oh. Ja, ist ja gut, ich weiß. Ich hab das Falsche gemacht. Greif's mir halt noch unter die Nase. Die machen aber verflucht viel Schaden gerade. Und da oben ist natürlich wieder ein Scharfschütze am Werke. Vielleicht sollte ich einfach aus der Basis entkommen. Ja, oder ich lasse mich einfach hinterrücks erschießen. Warum sind die normalen Gegner plötzlich so heftig? Waren die schon die ganze Zeit so? Nee, die waren doch nicht so, oder? Okay, versuchen wir es nochmal. Diesmal bleibe ich mal im akzeptablen Modus. Oh, verdammt, gut, dass der kurzsichtig ist. Zack. So, und jetzt speichern wir hier mal. So. Diesmal klappt die Flucht ein bisschen besser. Einfach mal nicht die komplette Welt von One Piece auf einen aufmerksam machen. Fingerpistole kannst du dir sonst wohin schieben. Ich muss von euch CP-Agenten noch ein paar erledigen. So. Ja, das ist nur die Basis. Von der Basis gehen wir eh weg. Stimmt, das war hier der General. Zack. Oder Kommandant, nicht General. Ich glaube, deswegen ist auch die Schnellreise gerade deaktiviert, einfach weil die hier jetzt so viel Personal reingepackt haben. Das auch noch verstärkt ist, dass die wollen, dass wir uns damit halt rumschlagen. Weil die können uns ja nichts. Wir sind top geskillt. Ah, Mist. So, ab hier ist die Reise ja eh recht einfach. Sind auch schon gleich da. Warum ist hier niemand mehr? Janne, ich gehe zum Kriegsschiff. Und 母の命を奪った海賊ども根絶やしにしてやる。お前はこの島にいろ。お別れだ、ジャンヌ。 Hey, Jan ist aufgewacht. Alles in Ordnung, mein Fräulein? Mir geht's gut.
wo ist mein Bruder? Wo ist Isaac? Der Robotertyp konnte entkommen. Mann, dabei wollte ich ihm wirklich gerne die Lichter ausknipsen. Isaac will die Dünnersteine benutzen, um sich an der Weltregierung zu rächen. Er hat alle auf der Insel benutzt, um einen Krieg anzufangen. Die Dünnersteine? Du meinst dieses super gefährliche Erz? Daran sind nur die Steine schuld, deren Kraft angeblich an die antiken Waffen heranreicht. Sabo hat erwähnt, dass sie auf dieser Insel abgebaut werden. Ich schätze, es ist wahr. Ich glaube, er will einen Krieg auf der Insel beginnen, um uns daran zu erhindern, sie zu verlassen. Im Augenblick beherbergt die Insel Piraten, Marine, Revolutionäre, die Kriegstreiber. Streitkräfte aus aller Welt sind hier versammelt. Und was noch schlimmer ist, die Roboter sind nicht nur auf dem Platz, sondern auf der gesamten Insel. Es herrscht das totale Chaos. Isaac kann in Ruhe seine Pläne ausführen und niemand kann ihn aufhalten. Ich muss ihn stoppen, bevor er die Dünnersteine benutzen kann. Jan, du darfst in deinem Zustand nicht herumlaufen, du musst dich ausruhen. Ich sag dir doch, mir geht's gut. Wir müssen los. Ich muss zu Isaac, er ist im Himmelsgefängnis. Das Himmelsgefängnis? Dort ist der Robotertyp also. Okay, los geht's. Frankie, wie bringen wir Jan da hoch? Also, wenn wir die Kanone oben auf den Topazminen entsprechend ausrichten, wäre es theoretisch möglich. Seid ihr irre? Euch ist schon klar, dass auf dieser Insel Krieg herrscht, oder? Und obendrein laufen auch noch überall Roboter rum. Meine Schwerter sehnen sich noch ein bisschen Action. Du kannst ein Nickerchen machen, Spinatschädel. Es ist das Privileg eines Ritters, ein edles Fräulein zu begleiten. Vergiss es, du bist derjenige, der zurückbleiben sollte, Kräuselblau. Wenn ihr zwei kämpfen wollt, dann macht das auf dem Schlachtfeld. Im Moment läuft die Zeit gegen uns. Also willst du sie nicht aufhalten? Wir können uns nicht zurücklehnen und gar nichts tun. Aber dir dabei zuzusehen, wie du ganz alleine herumläufst und allen helfen willst, naja, sagen wir es mal so. Ich weiß, wie das ist. Ja, da hast du recht. Oh, tja, ich würde gerne meine Knochen für dich hinhalten. Ich werde alles tun, um dir zu helfen. Und Knochen habe ich eine ganze Menge. Ich komme als dein behandelnder Arzt auch mit. Du bist schließlich meine Patientin. Ich möchte euch allen danken. Übernehmen wir zuerst nochmals gegen die Roboter, die überall auf der Insel amok laufen. Würde ich das nicht beruhigen, John? Das würde es. Okay, kümmern wir uns zuerst um die Roboter. Fangen wir mit denen in der Nähe des Platzes an. Raffi, geh zum Brunnen. Okay, das machen wir aber nächstes Mal. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da. Einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen. Ja doch, speichern können wir auch mal. Auf den Fall, dass wir nochmal sterben. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ihr lasst mir jetzt Kommentare, Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit One Piece World Seeker. Bis dann, euer Wolf.